mir echt zu schaffen. Eigentlich sollte der nicht so schwer sein. Dankeschön. Was? Ey, was willst du, gottverficktes Scheißspiel von mir? Na Menschenskinder, Leute, guckt mal, wo ich hier bin. Nach echt, ohne Mist, bestimmt 20 Versuchen, allein um hier hinzukommen. Also, in diese Stage hier zu kommen. Und alleine von 5 bis 6 Toten, die ich hier gestorben bin. Ich war unfassbar sauer. Könnt ihr euch nicht vorstellen. Hammerlich. Ja. Danke für diese Information, die ich sehr bedurfte. Oh Gott, was ist das? Angst. Okay, whatever. Also das ist jetzt nicht so interessant, was hier gerade ist. Also ich hoffe mal, dass hier noch irgendwas anderes kommt. Lol, was ist denn das für ein Scheiß? Wow. Okay. Also theoretisch, ich kann ihn töten. Oder ich kann es lassen. Wartet mal ganz kurz, ich mach mal. Ich hau mal zweimal einen rein. So, weg mit dir. Die alle zerstören muss oder nur einen bestimmten. Das ist mir eigentlich auch relativ egal gerade. Ich finde es interessant, dass ich den fast 1000 Schaden mache. Ich habe das jetzt nicht alles für den hier gemacht, oder? Ich habe das jetzt wirklich nicht alles für diesen einen kleinen Wichser gemacht, oder? Für ein Haustier. Für ein verdammtes kleines Haustier. Mir das jetzt gleich an, wenn das scheiße ist, ne? Dann werde ich ganz schön böse. Ja. Aber hey, alles für die Sammlung, was? Ja, ist wirklich alles nur für dieses Haus hier gewesen. Ich gucke jetzt nochmal hier rum. Und wenn hier nichts ist. Ne, was soll hier draußen sein? Das Antennen verschießen, strahlen die Gegner, paralysieren. Vielleicht ist er ja gut. Oh, das war schlecht, das wollte ich nicht. Dahin. Wo ist der Heiligenschein? Wo haben wir ihn? Wo haben wir ihn? Wo haben wir ihn? Da haben wir ihn. Ich sehe schon gar nicht mehr durch mein Inventar. Ich muss dringend mal wieder was verkaufen. Und ablegen vor allen Dingen. Na gut, dann teleportieren wir uns hier weg. Und speichern. Okay. Ganz dringend speichern. Das wollte ich nicht. Na gut. Ich würde sagen, wir geben jetzt erstmal die Aufgabe ab und dann entscheiden wir, was wir weitermachen. Das Ding ist Gold wert. Guckt euch den Scheiß an. Das betäubt. Ich kann machen, was ich will mit ihm. Bis er tot ist. Oh, herrlich. Immerhin etwas. Ich frage mich zwar immer noch, wie ich daran kommen soll. Okay. Egal, ihr bleibt mal einfach ganz kurz hier. Ich habe ja hier alles zusammen und der Typ ist auch hier gleich um die Ecke. So, was hast du zu sagen? Ave, Spirit of Protection. I bring you the items as requested. Fantastic. Now I will transfer my knowledge to you through the power of this artifact. Let the magic of protection cover you against your foes. That runes written in the past become readable to your eyes. The magic of protection has been added to your character sheet. You are now able to cast spells of protection. Nein, wirklich? Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja, Nahkampfschutz haben wir jetzt auch schon bekommen. Das ist schön. Das finde ich sehr, sehr nice. Was ist denn da? Schutz. Ja, müsste man jetzt überlegen. Schutz oder Veränderung? Ich bin schon fast für Veränderung, muss ich gestehen. Wisst ihr warum? Weil wir mit Veränderung Portale erschaffen können. Wenn wir Level 10 erreichen, dann können wir immer hin und her, ohne dass jetzt. Ich hätte mir damit sehr viel nervigen Scheiß erspart. Um so zu sagen. Sehr viel Scheiß.
Und deswegen wird es auch, schätze ich mal, darauf hinaus, doch, was will ich eigentlich hier oben? Ich will eigentlich woanders hin. Bis gleich. So mit O. Eigentlich wollte ich genau hier hin. Übrigens haben wir auch die gesamte, was war das hier unten? Wachturm gelöst? Keine Ahnung. Burgkammer? Keine Ahnung. Ausgeleuchtet, das ist auch ziemlich cool. Moment, gucken wir mal ganz kurz. 87 und 88 Lichter erkundet. Hä, wie geht denn das bitte? 88% Lichter, aber nur 87% erkundet. Hä? Gut. Ihr wisst, was jetzt kommt. Höchstwahrscheinlich ein Boss. Yep. An Invoker! Hey Zero, what can you tell me of this critter? Here dwells Mediox. His power is so incredible that he petrifies his victims just by looking at them. Petrifies with his eyes? Let me guess. Does this meaty ox have lots of snakes on his head? He does. How did you know? He must be the brother of Medusa. I will do what Perseus did. Separate his head from his body. Body? Mediox has no body. He is just a head hidden behind an impenetrable silver helmet. Listen to me, stupid human. His power resides in his central eye. You must avoid his petrifying gaze at any price. If you feel his gaze approaching, turn away and you'll be saved. Something else. His snakes spit a poison that kills quickly. Have at hand all the anti-venom potions you can carry. You are going to need them. So, no looking it in the eye. Understood. Come on, let's go. I fear I will never return to my castle. Verdammte Scheiße, ich glaube, das wird nichts mit dem ersten Versuch bei Ihmchen. Wir haben nämlich gar keinen Gegengifttrank drinnen. Und wir haben auch keinerlei Zauber, die dagegen irgendwie sind. Naja, gut. Gucken wir mal, vielleicht wird's ja doch was. Ich glaub's nicht. Ach du Scheiße, das ist viel. Okay. Au. Oh. Schön, dass es das mit ihm war. Coolio. Ah. Sehr, sehr freundlich, ja. Ach, guck dir das an. Das macht dir überhaupt gar keinen Schaden. Ach, und du darfst nicht mal hingucken. Ach, das ist ja wieder ein schöner Bosskampf. Nö, den mache ich heute nicht mehr. Dazu habe ich heute echt zu viel Nerven verloren. Gut, Leute. Schönen Tag noch. Ich bin angepisst.